zwei Aktive, die im von Otto Fricke beschriebenen Sinne sich schon seit langem engagieren für das Funktionieren unseres Gemeinwesens. Martin Lohry, seit 25 Jahren freier Demokrat. Beifall bitte. Also, seit 25 Jahren freier Demokrat. Und ich erinnere mich noch, ich weiß jetzt nicht, ob es der auslösende Moment war, aber es war jedenfalls der Abend, wo Martin Lohry sagte, er saß schon so mit in der Runde im Bündner Sonnenhaus, so nach dem Motto, du hast es nicht ausgedrückt, das ist deine Art, aber ich kann es mir nicht mehr mit ansehen, ich mache jetzt mit. Da war wieder ein Tal. Also es war ganz einfach, die Freien Demokraten haben auch in der damaligen Zeit schon immer darauf geachtet, dass mit dem Geld vernünftig umgegangen wird. Und sie haben damals zur Kommunalwahl 1994 gesagt, notfalls schließen wir das Freibad in Bünde zu, bevor das mit viel, viel Geld saniert wird. Das ist vielleicht direkt vor der Kommunalwahl nicht so ganz taktisch klug, aber wir haben dazu gestanden. Das Ende vom Lied war, sie flogen aus dem Rad. Am Abend der Wahl, nachdem die Zahlen auf dem Tisch lagen und klar war, dass die FDP keine Ratsfraktion wieder stellen wird, habe ich dann gesagt, jetzt trete ich in die Partei ein, weil insgesamt saßen mir da so ganz viele traurige Gesichter gegenüber. Ich hatte zu dem damaligen Zeitpunkt parteilos noch für die FDP kandidiert, weil die Grundidee mich einfach gereizt hat. So ist das damals gewesen. So war das. Und wir waren bundespolitisch auch in einem Tal 1994, 95. Und da hast du gesagt, jetzt tue ich mit. Genau. Seit 25 Jahren. Ein Ortsvorsitzender hier in Bünde, Stadtverbandsvorsitzender seit 2002, auch schon eine ganz lange Zeit. Und wer weiß, wie das ist, so ein Ortsverband, so ein Stadtverband, so ein Kreisverband zu führen. Was du da alles gemacht hast, ganz klasse. Seit 1999 ununterbrochen Ratsmitglied für uns. Er war schon mal stellvertretender Bürgermeister, ist es jetzt sehr engagiert, wie der erste stellvertretende Bürgermeister der Stadt Bünde, unserer zweitgrößten Stadt, kreisweit auch, ganz wichtig. Daneben engagiert im Ehrenamt, auch immer in führender Funktion, besonders im Sport, bei den Bünderschützen, in anderen Bereichen noch. Deswegen hat er auch bereits vom Bundespräsidenten, wir können es eigentlich kaum mehr toppen heute, lieber Martin, aber das verkürzt formulierte Bundesverdienstkreuz bekommen. Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland aus den Händen damals von Christian Wulff und dem damaligen Bundespräsidenten. Ja. 2011 war das schon. Und du hast auch das Kronenkreuz in Gold der Diakonie für dein Wirken, vor allen Dingen dein berufliches Wirken in der Diakonie. Du bist lange Förderschulrektor ja schon gewesen. Fraktionsvorsitzender warst du im Rat der Stadt. Und wir haben dir hier in Bünde als Freie Demokraten, als Bürgerschaft in Bünde, aber auch als Freie Demokraten im Kreis Herford sehr viel zu verdanken. Du warst auch lange unser Kreisvorsitzender und hast vieles mehr noch getan. Dafür wollen wir dir herzlich Danke sagen für deinen Einsatz, deine Treue. Und die wird ja, da sind wir alle sicher, weit über den heutigen Tag hinaus reichen. Lieber Martin, herzlichen Dank. Einfach Dank. Eine Urkunde, unterschrieben vom Bundesvorsitzenden, vom Landesvorsitzenden, vom Kreisvorsitzenden und wunderbar die Theodor-Heuss-Medaille, die es jetzt in einer Neuauflage auch zum Anstecken gibt, sodass man sie stolz mit sich tragen kann bei besonderen Anlässen. Lieber Martin, bitte schön. Dankeschön. Ja, dann machen wir Ernst Thieli, den wir ja eben erlebt haben, der trotz dem er gesundheitlich angeschlagen ist, der es selber zugibt, aber der schon seit 50 Jahren freier Demokrat ist. Ja. Ernst Thieli, der ist der Freien Demokratischen Partei beigetreten, der Ernst Thieli. Wenige Wochen vor deiner Geburt, lieber Frank Schäfer. Da muss man sich ja mal überlegen. Am 1. November 1968, was für eine lange Zeit. Sie haben
da ein Auf und Ab erlebt in diesem halben Jahrhundert mit der FDP, mit der Politik. Das können wir uns alle nur so versuchen, ein bisschen auszumalen, die auch schon mal länger dabei sind. Seit 2009 Ratsmitglied, bis heute, jetzt ja auch schon seit einiger Zeit unser Fraktionsvorsitzender im Stadtrat. Wenn man ja mal überlegt, beigetreten 1968, 2009 Mitglied des Rates der Stadt Bünde geworden und vorher auch schon in Fachausschüssen der Stadt Bünde, besonders im Schulausschuss, die Jugend, die ihm immer am Herzen lag, lange, lange Jahre schon aktiv. Und wir haben mal nachgeschaut zum Bezirksparteitag OWL, auch schon seit, wir haben nur in der Aufzeichnung von seit circa 1977, also das lässt sich heute gar nicht mehr ganz zuverlässig feststellen. Vor 50 Jahren beim Landesparteitag. Sagen wir es so, ja, ne? Also auch schon Jahrzehnte Delegierter zum Bezirksparteitag, zum Landesparteitag, hier Schriftführer gewesen, ich möchte es gar nicht alles aufzählen. Aber das Engagement reicht auch über die Freie Demokratische Partei bei Ernst Tilly weit hinaus. Er ist im Land schon gewesen als Hilfsreferent, wie es damals noch hieß, im Kultusministerium, in der Schulabteilung, Gruppe Gymnasium natürlich. Wie könnte es anders sein? Schon Ende der 60er Jahre. Und wenn man da so beruflich tätig ist, sammelt man natürlich auch politische Erfahrung. War dann stellvertretender Schulleiter des Mathilden-Gymnasiums in Herford. Also Verbindung auch hier in die Stadt Herford. Und dann eben vor allen Dingen, ja, so kennt man ihn hier als Leiter des Gymnasiums am Markt in Bünde, seit Januar 1973 bis zum Unruhestand im Jahre 2002, lieber Ernst Tilly. 30 Jahre Mitglied der Lehrplankommission für die Gymnasien in Nordrhein-Westfalen, vor allen Dingen hier für Religion. Und auch das ist ein Teil Ihres Engagements, nämlich dass Sie sich als gläubiger Christ, wenn ich das so sagen darf, das verbindet uns ja auch, verbindet uns auch mit Otto Fricke und vielen anderen hier im Raum, einsetzen, auch beruflich dafür, aber eben auch als Mitglied im Förderverein der Laurentiuskirche, wo er seit 2 Jahrzehnten schon Vorsitzender ist. Die meisten Bündner werden es wissen. Ich stehe da nur in Respekt vor diesem ehrenamtlichen Engagement, wie aber auch etwa für die Initiative Neue Alte Bünde. Auch die Seniorenpolitik ist ja zunehmend auch ein persönliches Thema, ein Ausdruck, ein Engagement von Ernst Tilly. Und wenn wir bei der Religion, beim Glauben nochmal etwas bleiben, nebenamtliches Mitglied der Kirchenleitung der Evangelischen Kirche von Westfalen, seit 24 Jahren hat er das gemacht, bis 2005, und ist weiter in der Gemeindearbeit und allem hier weiter aktiv. Und jetzt kann ich auch noch sagen, Sie sagten eben so, die Hoffnung stirbt zuletzt, was die Straßenausbaubeiträge angeht. Auch da kann ich die Hoffnung nähren. Da arbeiten wir gerade an einer richtig guten Lösung. Und ich weiß, wie wichtig das Thema hier für Bündner Bürger ist und für Bürger in Ostwestfalen. Und bei der Finanzierung der Flüchtlingsaufgaben hier, die Ihnen ja auch so am Herzen liegen, da hat der Landtag ja schon beschlossen, dass jeder Euro, den wir vom Bund bekommen, an die Kommunen weitergereicht wird, in Respekt und in Anerkennung zur Unterstützung der Flüchtlingsarbeit hier in den Kommunen. Also mit diesen guten Nachrichten darf ich jetzt auch selber guten Gewissens als Landtagsabgeordneter Ernst Tilly die Auszeichnung überreichen. Danke für Einsatz und Treue, 50 Jahre Mitglied der Freien Demokratischen Partei. Ich weiß gar nicht, was für ein Edelmetall jetzt hier noch drin ist. Es ist ja selten, dass man ihn für 50 Jahre überreicht. Das ist also irgendwie Gold und Platin. Die Kirche hat mehr Bronze. Mit Edelstein, der blau und gelb und noch ein bisschen Magenta steht. Toll. Schön. Ja. Jetzt mal gucken, genau.